This is a love we all must break Until you find me young. This is a time Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich bin ein Michi, das ist Thomas und mir für heute oder heute Der Hini hat am Anfang sehr schön gesagt, dass die Serie felsenfest unseren Glauben wirklich gestärkt hat. Angefangen hat es damit, dass wir erfahren haben über Gottes Treue, dann über seinen Titel und was seine Hoffnung für uns bedeutet. Und heute geht es weiter mit dem letzten Thema, «Sein Versprechen. Darum gehen wir gerade über in die Predigerstube mit dem Matthias Bösiger. Ich freue mich mega, dass ich mit euch heute Abend im Abschluss Abschluss unserer Serie Felser gehen Das ist die Serie, wo wir auf den schauen, der sich nicht ändert. In einer Zeit, in so viel Unsicherheit und Angst umgeht, schauen wir auf Gott, weil er sich nie ändert. Heute schauen wir zusammen sein Versprechen an. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Hamburger. Und früher habe ich meine Eltern gefragt, wenn wir auswärts waren, ob wir noch schnell, bevor wir nach Hause, noch schnell in McDonalds essen können. Und dann Antwort war meistens, nein, wir haben Essen daheim. Und was für Essen haben wir daheim gehabt? Wir hatten meistens irgendwelches gesundes Zeug, das zwar viele Vitamine drin hat und gut ist für dich, aber nicht so gut schmeckt wie ein fleischiger Burger. Ich habe mir immer Fleisch gewünscht und gute Hamburger, Fetten, und Soße und alles. Und daher habe ich noch irgendein Gemüse überkommen. Es muss nicht mal unbedingt nur um Essen gehen. Kennst du. Vielleicht kennst du das auch, wenn du dir etwas mega fest wünschst oder mega ein Bedürfnis nach etwas hast. Früher war das vielleicht ein Spielzeug für dich. Heute wünschst du dir vielleicht das neue iPhone. Du wünschst dir vielleicht ein cooles Auto, das du dir kaufen kannst. Vielleicht sind es bei dir neue Kleider. Vielleicht ist es bei dir auch tiefer. Du wünschst dir, dass deine Verletzung endlich heilt. Oder du wünschst dir, dass deine Angst dir endlich weggenommen wird. Vielleicht wartest du auf ein das Wunder, dass du endlich körperlich geheilt wirst. Jeder Mensch von uns hat Bedürfnis, die er mit sich umtreibt. Wir haben alle Wünsche und wir tragen alle Sehnsucht mit uns um. Und in Philippa 4,6 lesen wir: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Und dankt ihm. In diesem Vers lesen wir, dass Gott uns versorgen möchte und er uns alles geben will, was wir brauchen. Gott ist der Versorger. Gott ist sogar so fest der Versorger, dass einer von seinen Namen Yahweh heißt. heisst. Das bedeutet Gott, der Versorger. Gott versorgt uns auf zwei Ebenen. Einerseits versorgt uns Gott geistlich. Vielleicht kennst du die Geschichte noch vom Isaac, der geopfert werden aus dem 1. Mose 22. Der Abraham musste seinen einzigen Sohn, den Isaac, auf den Berg bringen und ihn als Opfer für Gott darbringen. Am Schluss aber ist der Isaak verschont worden, weil Gott einen Schafspock gegeben hat, der an seiner Stelle geopfert werden konnte. Wir sehen in dieser Geschichte, dass Gott schon immer das Opfer gegeben hat, das die Menschen befreien wird. Das ist genau gleich wie bei Jesus. Jesus, der ohne Sünde und ohne Schuld war, ist für uns als Kreuz gegangen und für uns geopfert worden, dass er uns, für, dass er uns von unserer Schuld befreien kann. Er ist der, der durch seinen Tod und durch seine Auferstehung für unsere geistliche Versorgung gesorgt hat. Gott versorgt uns aber andererseits auch materiell. Wir haben hier wieder ein Beispiel aus der Bibel, das Beispiel mit dem Mann. Das Volk Israel war in der Wüste und hat Hunger Und denen, wo sie keinen Ausweg mehr gewusst haben, hat Gott ihnen, Him hat ihnen Gott Brot vom Himmel regnen lassen. Die Manna hat man das genannt. Und so sind sie versorgt worden. Wir lesen aber auch später in der Bibel in Matthäus 6, wo Jesus selber vom Versprechen von Gott redet, dass er uns versorgen möchte. Wir lesen den Vers 26 bis 30. Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Auf Englisch stöhnt so cool, worry less, pray more, macht ihr weniger Sorge, sondern bat mehr. Der Jakobus geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, ihr habt nicht, will ihr nicht drum bittet. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie komme ich denn zu der Versorgung von der, wo Gott redet? Dein Weg zur Versorgung führt durchs Gebet. Fang mal an, zu beten für das, was du brauchst. Fang an, deine Bedürfnisse und deine Wünsche Gott anzulegen. Anerken und proklamier, dass Gott im Versorger ist. Wie schnell sind wir amigs, im uns Sorgen machen oder mit anderen über unsere Probleme reden, anstatt dass wir anfangen, dafür zu beten? Wenn du Frieden in deinem Herz brauchst, zum Beispiel, oder Liebe für Menschen, fang an, dafür zu beten. Wenn du finanzielle Probleme hast und keine Ahnung hast, wie du den Monat noch arbeiten sollst, fang an, Gott anzulegen. Aber er erwarte auch, dass Gott mit seinen Möglichkeiten kommt und sich dir als Versorger zeigen wird. Er kennt die Bedürfnisse, die du hast. Und etwas ganz Wichtiges, das wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir ihm auch danken sollen für das, was er bereits für uns gemacht hat. Wir lesen das auch in unserem Vers. Wir haben so viele Sache die wir Gott können dafür dankbar sein können. Zum Beispiel können wir Gott dankbar sein dafür, dass wir jetzt in der globalen Krise trotzdem ein Dach über dem Kopf haben und uns nie Sorgen machen müssen um das Essen. Ein weiterer Weg, der zu Gottes Versorgung führt, ist Lobpreis. Fange an, Gott zu preisen und zu loben für das, wer er ist, für sein Wesen, für seine Identität, die er hat, ja wie was bedeutet, dass er der Versorger ist. Lob ihn für das, was er schon in deinem Leben gemacht hat. Wenn du vielleicht Inspiration dazu brauchst dazu, für was du ihn loben kannst, liest in Loben könntest, lies mal im Psalm 103. Auch wenn es nicht gut aussieht in deinem Leben, kannst du trotzdem Gott loben und preisen und darauf festhalten, dass er dein Versorger ist. Gott möchte, dass wir ihn darum bitten, um das, womit wir damit versorgt werden damit. Ich möchte dich wirklich ermutigen heute Abend, bis ein wird ein batter, wo für das einsteht, was er braucht und festhebt an Gottes Versprechungen? heißt denn das jetzt, dass wir Gott um alles bitten dürfen? Theoretisch ja. Heißt denn das, dass ich jeden Wunsch von Gott erfüllt bekomme? Nein. Gott erfüllt uns nicht einfach nur unsere Wunsch, sondern er versorgt uns mit dem Nötigen. Es ist wie ein Spannungsfeld zwischen dem, wo wir wollen und dem, wo wir wirklich brauchen. Weil das, was ich will, ist nicht immer das, was ich brauche. Frag dich vielleicht mal, was Motiv ist für etwas, was du dir wünschst. Bei Gott ist es genau wie bei unserem Anfangsbeispiel. Die Kinder wünschen sich Essen von McDonalds, aber sie bekommen von ihren Eltern etwas gesund zum Essen über. Und warum? Weil es gut ist für sie. Wir denken immer, das ist so gemein, dass wir nicht dass wir nicht Burger bekommen und Pommes und etwas Ungesundes zum Essen, sondern nur Gemüse. Aber das ist, weil unsere Eltern nur das Beste für uns wollen. Und bei Gott ist es genau gleich. Gott ist auch wie ein Vater für uns. Und er kennt dich und weiss, was gut ist für dich. Er weiss, was das Beste ist für dich. Und er möchte dir das Beste geben. Weil Gott weiss, was gut ist, hat er das größere Bild. Und er kann auch wirklich sagen, was gut ist. Was ist jetzt, wenn deine Wünsche oder deine Sehnsucht immer noch nicht erfüllt sind? Was ist, wenn du wirklich dringend auf ein Wunder wartest und es kommt nicht? Ich glaube, wir dürfen uns entscheiden dafür dass wir trotzdem daran festheben, dass Gott unser Versorger ist. Manchmal ist es mega schwierig, aber ich glaube, im Glauben aber der Glaube ist doch genau das, dass wir auf das vertrauen, wo wir noch nicht sind. Bei mir persönlich ist das auch so. Ich bin Student und arbeite neben im Stundenlohn. Und manchmal habe ich wirklich Monate, wo ich nicht viel schaffen kann und auch nicht weiss, wie ich mit dem Geld nach durch den Monat komme. Aber auch dann kann ich mich entscheiden und drauf festheben, dass Gott trotzdem mein Versorger ist und dass er trotzdem schauen wird für mich und dass mir an nichts mangeln wird. Ein weiterer Aspekt, den wir beachten müssen bei Gottes Versorgung, müssen, ist Geduld. Ich habe mir als Kind zehn Jahre lang eine Playstation gewünscht und ich habe jedes Jahr, jede Weihnachten, jeden Geburtstag darauf gehofft, dass ich endlich eine Playstation im Päckchen habe und dass ich die geschenkt bekomme. Und dann nach etwa zehn Jahren ist mein Vater mit mir im Mediamarkt gefahren und hat mir endlich eine Playstation gekauft. Bei Gott ist es genau gleich. Manchmal geht es ein länger, bis man etwas bekommt. Gott ist nicht einfach ein Kaugummiautomat, automat der uns instant unsere Wünsche erfüllt. Fang doch schon an, bereits im Warten Gott zu loben für das, was du jetzt schon hast. Vielleicht musst du auch deinen Fokus von dem, was du nicht hast, auf das andere, was du schon hast. Manchmal gibt es Sachen, die Gott uns schenken möchte, aber die Zeit ist noch nicht ganz da. Und dann ist die Challenge, dass wir ihm trotzdem im Warten schon vertrauen können. Es ist so ein gewisses Grundvertrauen gegenüber Gott. Glaube ich daran, dass Gott mir das wirklich geben möchte? Vertraue ich darauf, dass er weiß, was ich brauche? Vertraue ich Gottes Zeitplan mehr als meinem eigenen? Gott ist ein Versorger. Und manchmal braucht es auch einen Struggle, dass wir im Glauben wachsen können. Manchmal wird durch einen Struggle unsere Abhängigkeit auf Probe gestellt. Und auch die kann in zunehmen in so Phasen drinnen. Wir dürfen aber immer daran denken, dass Gott unsere Bedürfnisse kennt und er als Schöpfer in der Lage ist, dir zu versorgen. Wenn du weißt, dass Gott dein Versorger ist und an dem kannst du festhalten, dann kannst du anfangen, Notlage als Chancen nicht zu sehen und du zweifelst nicht mehr und machst dir Sorgen oder Angst. fest, heißt, ich lege meine Überzeugung auf das, dass Gott mein Versorger ist und ich nehme gewisse Krisen als Chancen. Gott gibt dir auch Zusagen in Bezug auf deine Struggles. Er verspricht dir zum Beispiel, dass nichts, das an dich ankommt, so gross wird, dass du es nicht ertragen könntest. Im 1. Korinther 10, 13. Er schreibt im Psalm 23 auch, dass er dich nicht allein lässt, dass er mit dir ist. Und über das Aussehen möchte er dir nochmals etwas geben. Und wir lesen das in Philipper 4,7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus bewahren. Es ist ja schon spannend, dass das genau im Vers nachher steht, bevor wir klasse haben, dass wir uns keine Sorgen machen sollen Egal wie groß dieses Problem ist, ich möchte dir sagen, Gott sieht dieses Problem und er möchte dir in deiner Situation seinen Frieden schenken. Es ist ein Friede, der menschlich vielleicht gar nicht erklärbar ist. Und trotzdem ist er da und real. Wie es im Psalm 23 steht: Wir laufen durchs finstere Tal durch, aber im Blick vorne haben wir die grüne Wiese. Ich möchte dir heute Abend zusprechen: Egal wie sie in deinem Leben aussieht, nimm das Geschenk von dem Frieden an in einem Gebet. Ich möchte dich auch fragen: Kennst du Gott schon als dein Versorger? Hast du das Geschenk von Jesus am Kreuz, das für dich gestorben ist, schon angenommen? Wenn nicht, dann lade ich dich herzlich ein, dass du heute Abend einen Schritt auf Gott zu machen kannst. Wenn du Gott als Versorger in deinem Leben haben möchtest, dann leg ihm dein Leben an und nimm das Geschenk vom Kreuz an. Ich möchte dich auch fragen, glaubst du an das Versprechen, wo Gott gegeben hat, dass er der Versorger ist? Und hebst du dich auch daran fest? Häbst du auch daran fest, wenn die Umstände vielleicht schwierig sind? Wenn nicht, dann entscheid dich doch heute am Abend. Lass das heute Abend der Abend sein, wo du dich dafür entscheidest, das anzunehmen und zu glauben. Nimm es an, dass du seinem Zeitplan mehr vertraust als deinem eigenen, weil er der Versorger ist und er das grosse ganze Bild sieht. Und falls es bei dir gerade schwierig ist, dann nimm seinen Frieden für dich in Anspruch. Frag ihn, ob er dir seinen Frieden schenken wird. Und die letzte Frage, die ich heute Abend habe, ist: Wie ist deine Haltung gegenüber Gott für das, was er dir schon geschenkt hat? Dankst du Gott regelmäßig für das, was du alles hast? Wir sind so privilegiert in einem Land zu leben, wo wir uns keine Sorgen um Haus, Essen und Infrastruktur machen müssen. Wir sind so gesegnet. Und wie ist deine Haltung zu dem? Ich möchte jetzt noch das Gebet sprechen und nachher zurück in dem stube gehen. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein großer Gott bist und dass du dich uns als Versorger vorstellst. Und Herr, ich bitte dich heute Abend für alle, wo wirklich dringend so ein Wunder von dir brauchen. Herr, zeig du dich ihnen als Versorger. Stell du dich ihnen vor und gib du ihnen ganz tiefen Frieden das Herz, dass sie an dem Versprechen von dir dafür festhaben, auch wenn es äußerlich gesehen nicht so aussieht. Herr, ich möchte dich aber auch für jeden bitten, wo heute Abend die Entscheidung treffen möchte, das erste Mal einen Schritt auf dich zuzumachen und dich als Versorger anzunehmen. Herr, zeig du dich diesen Leuten und bist du ihnen näher und gang du ihnen nach. Amen. Danke vielmals Bezi, für deine Message. Wie gut ist es zu wissen, dass wir wirklich darauf vertrauen können, dass Gott seine Versprechen haltet und dass er unser Versorger ist? Das sehen wir über die ganze Bibel hindurch. Und so wie er früher gehandelt hat, handelt er. Auch jetzt. Yes, so gut. Und gerade für die Uptown-Leute haben wir eine mega geniale Info. Und zwar haben wir nächstes Freitag wieder ein Uptown-Special. Das wird der Wahnsinn. Schaltet unbedingt ein, es wird mega cool. Wir sind jetzt schon richtig fließig am Vorbereiten. Ich freue mich richtig Herr Sind unbedingt auch dabei. Das war das letzte Thema von unserer Serie Felsenfest. Darum geht es nächste Woche mit einer neuen Serie weiter, die heißt Game Changer. Und dort werden wir mehr darüber erfahren, was Jüngerschaft heisst und wie das unser Leben verändert. Starten wird der Joel Meyer. darum sind wir dabei am Freitag, am 8. Auch heute haben wir wieder unseren Leiterschaftspodcast mit Matthias Bösiger und Michi Pelaton auf unserem Instagram-Kanal. Schaut dort unbedingt vorbei, es ist wie jedes Mal mehr genial. So gut haben der heute den Gottesdienst mit uns angeschaut, wir wünschen euch noch ein ganz schönes Wochenende, bleibt gesund, tschüss zusammen.